So, hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Warden Melody of the Undergrowth. Und wir sind hier immer noch, ich sag jetzt mal mehr oder weniger am Verzweifeln, wo wir denn jetzt hier genau hin müssen. Ich persönlich für meinen Teil habe bislang nicht den Hauch einer Ahnung, wie es hier weitergehen soll und wohin wir jetzt als nächstes gehen müssen. Es sieht wohl so aus, als ob wir auf jeden Fall hier erstmal drüben auf die andere Seite müssten, hier drüben. Das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen unser nächster Punkt, den wir vielleicht ansteuern sollten. Die Brücke hatte ich nämlich die ganze Zeit jetzt irgendwie, die sehe ich jetzt gerade wirklich so ein bisschen aus dem FF hier, aus dem Auge, wie ich aus dem Lichtbahn bin. So kommen wir jetzt auch erstmal hier nicht rüber. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwas überlegen. Autsch. Ich hätte jetzt kurzzeitig die Überlegung gehabt, ob wir vielleicht mit dieser Pflanze hier weiterkommen. Aber auch das scheint offenbar... Warte mal, vielleicht kommen wir hier rüber. Ja, auch leider nicht. Ich muss es halt irgendwie auf die andere Seite hier schaffen. Und die Frage ist halt, wie genau stelle ich das an? Ich probiere jetzt mal einfach den Weg, der mir jetzt hier am logischsten erscheint. Wir versuchen mal hier drüber nach da hinten hinzukommen. Was wahrscheinlich total in die Hose gehen wird. Ja, natürlich. Wir müssen jetzt... Ich muss mir echt überlegen, wie kommen wir denn jetzt hier rüber, verdammte Axt. Vielleicht müssen wir hier schlafen. Darüber habe ich jetzt so noch nicht nachgedacht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, hier auf der Schattenseite uns weiter irgendwo anders hinzubewegen. Okay, hier waren wir schon. Das ist das nächste. Wo? Da geht's hier hin. Okay. Ah, das ist aber der Grand Atrium. Da möchte ich jetzt erstmal nicht unbedingt hin. The Waterwing, da wollen wir auch erstmal nicht hin. Das nächste Feuer scheint jetzt gerade noch nicht in greifbarer Nähe zu sein. Das wird irgendwo da hinten sein, vermute ich mal. Okay, also über den schlafenden Weg kommen wir jetzt hier auch nicht rüber zum Grand Atrium. Wir schlafen noch mal eben. Boah, das ist echt schwierig. Ich weiß halt echt nicht, wo es jetzt hier weitergehen soll. Was, der lebt ja noch? Boah, ich habe jetzt voll damit gerechnet, dass er jetzt hier, ne? Schon voll Kapores gewesen wäre. So, dann nehmen wir auch nochmal mit. Hier als zweites Käsemesser. Ich weiß halt jetzt echt nicht, wie wir das jetzt hier machen sollen. Ich laufe mal hier einmal runter gerade. Vielleicht kommt dann irgendwie... die Erleuchtung, aber ich bezweifle es gerade tatsächlich ein kleines bisschen. So, jetzt sind wir hier wieder bei den Blümchkes. So.
Das können wir wahrscheinlich auch nicht schlagen oder so, ne? Oder greifen oder überhaupt irgendwas mitmachen, ne? Auch diese Wand, diese Tür hier. Ist halt totally. Ich wechsle mal kurz einmal die Gestalt. Auch damit kommen wir hier definitiv nicht weiter erstmal. Das heißt jetzt eigentlich so viel wie folgendes. Wir müssen hier jetzt erstmal noch irgendwas anderes machen, bevor wir hier weiter kommen, denn so funktioniert es scheinbar erstmal nicht. Das tut mir wirklich jetzt ein bisschen leid, dass wir so viel Zeit mehr oder weniger in Anführungszeichen verschwenden. Denn ich weiß leider gerade partout nicht. Okay, drei Schläge braucht der dicke Onkel. Na, komm her. Okay, die Waffe könnte jetzt mal langsam auch zerbrechen, finde ich. Ich werde hier nochmal einmal in die Mühle reingehen. Vielleicht gibt es hier ja doch noch irgendwas, was ich bis dato übersehen hatte. Ja, hier ist das nämlich jetzt gepowert. Ich glaube, hier in der Mühle gibt es jetzt hier tatsächlich nichts mehr. Ich gehe trotzdem mal einmal kurz rein. Ne, hier haben wir alles gemacht. Hier haben wir alles gemacht, das weiß ich. Hier sind wir komplett durch. Hier waren wir komplett durch. Es dreht sich ja auch alles. Vielleicht müssen wir jetzt einfach mal diesem Signal hier folgen. Hup, das war knapp. Wie lange dieser Knüppel auch wirklich jetzt hier aus heile bleibt, ne? Ist schon ein Traum. Okay, hatten wir jetzt hier noch eine Axt rumliegen? Genau, da haben wir noch eine Axt rumliegen. Nehmen wir auch nochmal mit als dritte Waffe, damit wir hier nicht irgendwie in einen Engpass geraten. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, wenn wir jetzt hier oben lang laufen. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass wir hier. Ne, das funktioniert leider Gottes nicht. Ah, warte mal. Das Ding hier ist frei. Ich glaube, hier sind wir reingegangen, oder? X habe ich aufgeschrieben, ne? Ja, X habe ich aufgeschrieben. Ich hatte ja angefangen, hier so eine Liste zu machen. Bezüglich dieser Runen, die wir hier überall immer mal wieder finden. Denn ich glaube, dass die noch wichtig werden.
So, jetzt sind wir hier wieder. Das heißt, wir sind wieder fantastischerweise im Kreis gelaufen. Das ist Sunbeck Terrace. Warte mal, wo kommen wir denn jetzt genau dahin, wenn wir da reingehen? Oh, okay, hier. Das heißt, das können, diesen Umweg hier durch das Lagerhaus können wir uns jetzt demnächst komplett schenken. Denn da können wir hier langlaufen, durch das Haupttor. Das ist schon mal ganz gut. Ob ich da hinkomme, weiß ich leider noch nicht. Soll das Wasser nochmal umleiten? Nee, ne? Nee, das ist, glaube ich, das ist so vollkommen richtig. Das Tor ist offen. Und wir gehen dann jetzt hier nochmal durch die Eingangshalle durch. Genau. So. Dann sind wir wieder bei dem Rätselchen hier. Das Tor hier ist leider Gottes immer noch verschlossen. Aber da waren wir doch auch schon mal bei diesem Geisttypen. Da müssen wir noch mal kurz hin. Da müssen wir mal die Tür hier aufmachen, damit wir das auch mal endlich haben. Ich schieb mal als allererstes den hier auf den ersten Nippel. So. Dann müssen wir mal kurz den Grün hier einmal runterzuppeln. Dann den Roten hier nach drüben fahren. Auf diese Plattform. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht hier, dieses Spielchen. Das ist ja jetzt nichts Neues mehr für uns. Nur, dass wir ständig in einer Tour vergessen haben, diesen Hebel an der Tür zu betätigen, damit wir nicht immer wieder dieses Rätsel lösen müssen. Das haben wir natürlich vergessen. Schlau wie ich bin, schlau wie ein Fuchs. So, da kommen wir nämlich jetzt so in dieser Form, glaube ich, noch nicht hin. Denn ich glaube, wir benötigen wirklich sowas wie einen Enterhaken oder so. So, da habe ich die Tür mal einmal aufgemacht hier. You're going to try and burn this place down, are you? Na, das habe ich nicht vor. Because my head is on fire doesn't mean I think all about this burning things. I didn't mean. All those brick and mortar couldn't even if I tried. Okay. Not my soldiers. I didn't before my father was emperor, that you know that I am. Okay. Okay. Also je nachdem, welche Person wir gerade sind, ändert sich auch der Geist, der hier steht. Das finde ich relativ interessant, muss ich sagen. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Waren wir hier schon mal jemals drin? Dark Spirit. Wow, 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 wow. Der hat mir ganz schön aus dem Maul gegeben jetzt hier gerade. Das Dark Spirit Dingen. Ich kunde hier mal gerade so ein bisschen die große Halle. Vielleicht finde ich hier ja noch irgendwas, was ich vorher übersehen habe. Ich glaube zwar nicht wirklich dran. Ich frage mich, warum geht es denn hier eigentlich so tief runter? Das macht doch eigentlich auch gar keinen Sinn. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen klitzekleinen Cut. Sehen uns, nachdem wir den Gegner hier weggehauen haben, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.